Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch am Hofe der Kaiserin und versuchen immer noch hier Ansehen zu ergattern, was nicht allzu leicht ist. Wir sind immerhin schon von auf 42, das heißt, wir haben jetzt insgesamt, seit wir gestartet haben, 2 plus gemacht. Yeah. Mal flüstern. Ich möchte wissen, dass wir die Maske kommen nicht zu haben. Und darauf kommt es an, dass sie unter den Lügen verstehen. Kümmern Sie mir Schütze. Corso. Das dürfte uns nützlich sein. Aha, jetzt haben wir schon 2 anfängliche. So. Kommen wir auch nicht weiter. Wir gehen also weiter nach unten. Nein, hier geht's auch nicht. Nein, hier gibt's auch nichts. Nein, hier gibt's auch nichts. Also wir müssen da nach oben. Aber da ist noch mal ein Sternchen. Oder auch nicht. Oh, da ist noch ein Gang. Da waren wir noch nicht. Ah, das Trophäenzimmer. Der Gästeflügel. Ist versperrt natürlich. Tafel lesen. Die Kunst des Winterplatz. Maferat der Verräter. Okay. Flüsternde Elfen. Oh. Wir servieren keine Getränke. Belästigt jemand anderen. Aha. Verdächtige Elfen. Das Paket ist im Gästeflügel. Im oberen Zimmer. Beim Garten? Mit der Statuette? Aha. Jetzt haben wir eine Spur. Hier muss irgendetwas sein. Die Bestätigung. Gebt das Zeichen. Sofort. Da war auch gerade was. Das war auch nicht so. Unser Kontakt bei den Delish ist gerade. Ich habe gehört, die Inquisition war hier. Hat er gesagt, du glaubst doch alles. Irgendeine Quelle. Er hat nach dem Angriff nur über das Zeug geredet. Da können wir raus. My Lady. My Lady, Inquisitor. Können wir euch kurz sprechen? Es ist sehr wichtig. Die Kaiserin schickt uns mit einer Nachricht zu euch. Woher weiß ich, dass das stimmt? Woher weiß ich, dass diese Nachricht wirklich von der Kaiserin kommt? Wir tragen alle 3 Masken des Hauses Valmont. Sie zeigen an, dass wir öffentliche Vertreterinnen der Kaiserin sind. Außerdem sind sie ausgesprochen schick. Schön von ihr zu hören. Es ist mir stets eine Ehre, von Ihrer Majestät zu hören. Oh, die Ehre ist ganz auf Ihrer Seite, Inquisitor. Kaiserin Selene brennt darauf, Andrastes Herold bei ihrem heiligen Unterfangen behilflich zu sein. Sie sichert der Inquisition ihre volle Unterstützung zu, sobald der Thronräuber Gaspard besiegt ist. Wie nett von ihr. Das ist ein großzügiges Angebot. Die Kaiserin ist fest davon überzeugt, dass die Inquisition in diesen schwierigen Zeiten unsere größte Hoffnung auf Frieden ist. Sie freut sich darauf, eine formelle Allianz mit euch einzugehen. Sobald Gaspard aus dem Weg geräumt ist. Jetzt haben wir euch genug Zeit gestohlen. Bitte, amüsiert euch auf dem Ball, Inquisitor. Aha. Das ist ja ein tolles Instrument. Okay, sonst noch irgendwas? Ah ja, wir haben hier noch jemanden, was auch immer du bist. Wir führen hier eine private Unterhaltung. Ja, super. Da können wir lauschen. Ihr müsst euch irren. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Blut auf dem Fliesen war. Falls das jemandem im Rahmen des Spiels passiert ist, beherrscht er es nicht sonderlich gut.
Man hinterlässt keine Beweise, wenn man gewinnen will. Mit Gaspard und dieser Elfin im Spiel? Die einzige, die hier gewinnen kann, ist Selene. Okay, ich kann da zwar wieder in den Raum reingehen und was plündern, aber ich glaube, ich unterlasse das diesmal. Das kommt einfach nicht so gut. Wir können. Interessant. Ach, das ist das Blut. Okay. Ich sehe es. Wo ist denn dieser Diener schon wieder? Elfen. Sie tun nie, was man ihnen sagt. Okay, ich glaube, das könnte für unsere Meisterspione interessant sein. Da hinten ist noch was. Nichts, was er tut. Flüsternde Elfen nochmal. Ihr solltet nicht hier sein, Fremde. Er hat es nicht abgeholt. Dabei ist es schon Stunden her. Er ist in den Gesindeflügel gegangen. Da ist heute den ganzen Abend niemand wieder rausgekommen. Ich informiere Briella, dass etwas nicht stimmt. Ah, oder ist ein Vasall des Rates der Herr? Philipp hätte schon seit Stunden zurück sein sollen. Er schäkert vermutlich mit den Dienstmädchen, während ich Gaspards Gehässigkeit ausbaden muss. Wie habt ihr Gaspard verärgert? Ich kann mir Gaspard überhaupt nicht gehässig vorstellen. Was ist passiert? Der Großherzog hegt einen Groll gegen den Rat, weil ihm seine Mitglieder die Krone verweigert haben. Er hat ihnen mit dem Tod gedroht, wenn sie sich erneut gegen ihn stellen. Jedem Einzelnen und dem Rat als Ganzem. Gemeinsam mit ihren Vasallen. Ansehen bei Hofe. Du hast soeben Ansehen bei Hofe eingebüßt. Üblicherweise das Ergebnis einer direkten oder schroffen Vorgehens. Ach. Aus welchem verschlafenen Nest kommt ihr denn? Das weiß doch jeder. Verdammt. Ja, 27. Inquisitor, genießt ihr den Ball? Das ist euer erster Auftritt bei Hofe, nicht wahr? Ich bin Lady Marcelette, Hofhistorikerin ihrer kaiserlichen Majestät. Was? Gilt das auch für den Ball? Seid ihr hier, um die Chronik der Ereignisse des heutigen Abends für die Nachwelt festzuhalten? Oh ja, das ist ein bedeutender Anlass. Das erste Treffen des Großherzogs mit ihrer Majestät seit Ausbruch des Krieges. Selbst wenn der Erbauer möge es verhindern, die Gespräche scheitern sollten, ist es doch ein wichtiger Moment in der Geschichte des Reichs. Okay, was sind eure Aufgaben? Was genau macht ein Hofhistoriker? Ich bin für die historischen Aufzeichnungen des Hofes verantwortlich. Überdies verwalte ich unsere Bibliothek und erfasse alle offiziellen Vorgänge. Okay, genießt die Feier. Guten Abend, Lady Marcelette. Vielleicht ein andermal. Hm? Das Witzige ist, ich kann mit Schuhen auf das Teil hier draufsteigen und es schert keinen. Aber wenn ich einmal eine falsche Frage stelle, dann drehen die alle halb durch. Habt ihr gehört, was Gaspard zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Onkel? Germain hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest des Rates. Habt ihr diesen verängstigten Attaché gesehen? Okay, was haben wir hier? Kaiserliche Wache. Der Durchgang ist geschlossen. Bitte benutzt den Haupteingang des Ballsaals. So, dann haben wir hier draußen noch was. Oder auch nicht. Ich rede erst wieder mit dir, wenn wir wieder zu Hause sind. Soll mir recht sein. Okay, da gibt's Eheprobleme. Da sind aber noch Leute, mit denen ich reden müsste. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass der Krieg heute Nacht endet? Nee, das ist wahrscheinlich die andere Seite vom Haus. Okay. Aber das mit dem Blut, das sollten wir mal... Oh, da ist noch mehr Blut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Wir folgen vielleicht mal der Blutspur. Noch mehr Blut? Wir brauchen im Ballsaal mehr Kellner. Wo sind die denn alle? Wahrscheinlich geht's da los. Da kommt weiteres Blut. Schnell! Wir dürfen die Idee los. Interessant.
Kompendium der Achso, das haben wir schon mal gelesen. Okay. Herzog Germain, Rat. Sieh an, der Inquisitor. In diesen Hallen als Gast meines Neffen. Sehr kurios. Erzählt mir doch von eurem Krieg. Was könnt ihr mir über den Bürgerkrieg sagen? Falls ihr euch Einblicke erhofft, fragt ihr den falschen Mann. Es ist eben ein Krieg. Brutal, schrecklich und mitunter unnötig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Habt ihr etwas gesehen? Ist euch heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Meine Nichte Florian, sie hat den ganzen Abend nicht mit mir gesprochen. Das ist sonst gar nicht ihre Art. Und Gispard ist euer Neffe? Ich wusste nicht, dass der Großherzog euer Neffe ist. Er ist der älteste Sohn meines Bruders. Er war immer ein schwieriges Kind, dieser Gespard. Hat nie zugehört oder getan, was man ihm sagte. Er wurde zum Prinzen erzogen. Sein ganzes Leben lang erzählten wir ihm, er würde eines Tages Kaiser sein. Das war sein Schicksal, seine Pflicht. Was sollte er sonst mit seinem Leben anfangen, als um sein Schicksal zu kämpfen? Okay, guten Abend. Wir reden ein andermal, my Lord. Ihr habt's gesehen? Ja, oh, ich dachte, wir hätten 10 eingebüßt. Jetzt haben wir 10 dazu bekommen. Okay, wir sind wieder bei 22. Yeah! Irgendwie. Interessant. Du musst dich nicht verlangen, wie dem Prinzen tiefer in dem Schlaf und dem Plan da. Ich kann mit nichts sehen, so. Du bist... Okay, wir müssen weiter. Die flüsternden Elfe haben wir auch schon belauscht. Durchsucht die Zimmer in dem Obergeschoss des Gästeflügels. So, ich will jetzt erstmal ganz kurz mit Liana reden. Nee, Liana ist. Wo ist Liana? Liana ist im großen Ballsaal. Ja, na, wo bist du? Das ist Vivian. Als schließlich die Witwe. Pierre, mein dritter Ehemann, am Charlotte. Liana, hier. So viele modische Verbrechen. Ich habe Informationen. Ich habe etwas herausgefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Genau so etwas brauchen wir. So, noch irgendwas? So viele modische Verbrechen. Nachforschen, irgendwas rausbekommen? Gibt es etwas zu berichten? Habt ihr irgendetwas Interessantes gesehen? Oh ja. Halam Shiral ist lausig, voller Skandale und Intrigen. Aber keine Spur von unserem Eindringling aus Tevinter, fürchte ich. Okay, wir reden später weiter. Ich sollte jetzt gehen. Seid wachsam. Das bin ich doch immer. Gut, schauen wir mal, ob wir mit der Rätin mittlerweile reden können. Aber vielleicht ein andermal. Nein. Habt ihr mir gerade an den Hintern gefasst? Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas aus Varroa Jo hörte. Okay, da ist auch nichts Interessantes. Oh. Aussicht. Okay, tja, momentan weiß ich auch nicht wirklich weiter. Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt. Josephine. Die Herzogin hat zu viele davon bestellt. Da kann ich auch nichts. Sind alle denn? Okay. Dann gehen wir noch einmal nach Vestibül. Und schauen hier nochmal, ob jetzt vielleicht irgendeine Tür offen ist. Da ist Cassandra. Okay, jetzt bin ich schon wieder bei 40. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt schon wieder bei 40. Ich blick das Ganze nicht. Warum habe ich jetzt schon wieder 40 Ansehen bekommen? Wie lange wird Orsama ohne die Lebensmittellieferungen durchhalten? Nicht lange. In der letzten Depesche hieß es, dass in Diamanten. Das ist zu. Das ist auch zu.
So, irgendwo war doch hier noch der Seiteneingang. Okay. Da kommen wir nicht rein. Aber vielleicht kommen wir jetzt ins Gesindeviertel. Gesindeeingang. Nein, erfordert Schlüssel des Gesindequartiers. Ja, Kunst des Winterpalast. Schön und gut. Schauen wir noch mal ganz kurz, ob die Elfen... Jetzt flüstern wir noch einmal den Elfen was. Verschwindet. Okay, die wollen uns auch nichts flüstern. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Herolde jetzt noch auf seine Seite bringen. Okay, wir sollen den Gästeflügel nach einem versteckten Rollensiegel durchsuchen. Das werden wir machen, allerdings erst in der nächsten Folge. Jetzt sehen wir wenigstens, um was es geht. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.